Grüß, servus miteinander. Heute sind wir beim vierten Teil vom Heimtraining. Die Hallen sind ja leider immer noch zu und da wird sich auch nicht so schnell ändern. Also müssen wir alle zu Hause ein bisschen was tun, sonst rosten wir alle ein. Wir fangen einfach mal an, ein bisschen zum Warmwerden wieder eine Übung. Da nehmt ihr euch wieder ein Gürtel hier, ich habe es schon ein bisschen vorbereitet. Boxhandschuhe oder so WKF-Handschuhe, genau. Am Ende jeweils einen Knoten reinmachen. Dann nehmt ihr den Handschuh hier, da rein einfach hier, dann einfach hier so rumwickeln. So, und dann hält es auch einigermaßen so. Okay, so, dann machen wir Folgendes, wieder an die Lampe hin oder ihr habt einen Partner. Wenn ihr einen Partner habt, der kann sich dann einfach so hinstellen. Ansonsten, wenn ihr alleine seid, dann hängt es an die Lampe oben hin. Das geht auch. Und zwar, dass es ungefähr gleichmäßig ist hier. So. Okay. So. Dann gehen wir runter. So ungefähr runter. Okay. So, noch weiter. Jawohl. Also, von hier aus, dann gehen wir hoch. Und pitch die. Okay, also so über Kreuzer. Dann fangen wir gleich mal an. Und pitch die. Zack. Schieb. Go. Hop. Pitch. Touch. Q. Chu. Okay, pitch die. Zack. Schieb. Go. Kurze Pause. Oh, sehr gut machen. Oh, pitch. Hin. Top. Schieb. Oh. Pitch. Touch. Könnt ihr dann auch selber zu Hause üben. Falls ihr solche Handgewichte habt, die sind natürlich ideal. Aber falls nicht, klar, die berühmte Wasserflasche geht auch. Und zwar nehmen wir die wieder hierher. Und zwar, ich zeige euch die Übung. Also von hier, Fauststoß, hoch, Maraschi-Gänge. Und wieder zurück. Also, ich zeige es nochmal langsam. Man kann natürlich eine Variation so machen. Hoch, eins, zwei, Marsch. Das ist jetzt da.
Technik mal wieder aus dem Kyokushin. Und zwar folgendes: Wir stellen uns wieder locker hin so. Okay, jetzt mit der vorderen Hand blocken wir hier runter. Das haben wir das letzte Mal schon gehabt, dass wir hier drauf blocken, ziemlich hart. Aber jetzt machen wir folgendes: Weniger hart, und zwar von hier drauf und ziehen die Faust zurück und kommen zugleich wieder nach vorne. Also, ich zeige es euch mal. Also, von hier, ich nehme auf und komme nach vorne. Ich nehme die Faust auf und schlage mit derselben wieder nach vorne. Dasselbe hier, Pitch und Knee. Okay, also machen wir mal nur die linke Seite. Also, machen wir es langsam. Und Pitch. Knee, San, und wichtig hier, das wegnehmen und dann wieder nach vorne kommen. Shi, Go, Rock, Sitch, Touch, Chu, Chu. Andere Seite, also von hier aufnehmen und nach vorne. Und die Deckung bleibt hier oben zum Schutz, falls hier irgendwas kommt. Also von hier und Pitch, Knee, Sun, Shi, Go, Hop, Sitch, Touch, Q und Chu. Okay, dann zeige ich es erstmal am Sandsack kurz. Also, ich habe hier die Faust kommt hier und von hier und gehe nach vorne. Also, komm von hier und bin hier dran. Okay, eins und kommt nach vorne. So weit die Erklärung. Okay, nochmal eine Runde. Jetzt machen wir es ein bisschen schneller und stärker. Und fertig machen. Jetzt fangen wir an. Und Pitch. Knie. Zap. Chi. Go. Stop. Pitch. Touch. Chu. Chu. Okay. Pitch, Knie, San, Shi, Go, Rock, Sitch, Touch, Chu, Chu. Machen wir drauf. Und zwar haben wir jetzt gehabt von hier. Eins, zwei. Jetzt kommt die hintere nach vorne. Und von hier aus dann mit dem Knie, und zwar richtig mit dem Knie, hier auf sein Knie dran, also auf sein Oberschenkel dran. Also nochmal. Also von hier, Hitch, Knie, so. Und immer schön die Deckung hochmachen. Ich zeige es euch mal am Sandsack wieder. Also von hier, eins, zwei, und jetzt von hier wieder rein. Genau, hier drauf. Also, nochmal, ich mache es ein bisschen schneller. Also, von hier. Nochmal. Also, das ist, ich bin sehr nah dran, von hier. Okay. Dann machen wir es mal langsam. Wir stellen uns die linke Faust ist vorne. Also, und Pitch, Knie, San. Und wieder, wie das Prinzip ist, wenn es die Mittellinie ist, wenn hier, sagen wir, der Oberschenkel ist, machen wir nicht hier Stopp, sondern von hier gehen wir immer durch. Okay, also. Und Pitch, Knie, hinten wieder. Und jetzt von hier, San.
Schieben. Gut. Okay, und die andere Seite. Also von hier auch wieder. Block, Schlag, Schlag. Wieder verwacht hier. Hüfte verstärkt. Und jetzt von hier wieder das Knie auf den Oberschenkel. Machen wir langsam. Rechte Faust ist vorn. Und ein Kommando. Itch. Knie. Sack. Schieb. Und go. Okay. So, jetzt machen wir das Ganze ein bisschen schneller. Okay. Fertig machen. Also linke Faust wieder vorne. Und Edge. Nein. Edge. Gut so. Knie. So. Chi. Und go. Okay, andere Seite. Und wichtig immer schön, Schulterblei steht, nicht zu weit ausfallschiebt hier, sondern wir nehmen immer alles hier schön so mit. Okay, rechts von. Fertig machen. So. Schieb. Und go. Okay, dann machen wir die Technik Shote. Shote Uchi, also der Schlag. Wieder mit den Ballen hier. Und hier stellen wir uns mal so hin, die zurück. Und wichtig ist, dass hier am Schluss, wenn wir nach vorne gehen, im letzten Moment, wenn es zum Kopf geht, nach oben ziehen. Also entweder hier oder hier auf die Nase zum Beispiel. Also, wir üben es mal langsam. Also, nach vorne, die geht zurück hier und nach oben. Und nee. San. Shi. Go. Rock. Sage. Hatch. Q. Chu. Okay, dann stellen wir uns so hin. Dann gehen wir nach vorne mit der linken, stoßen wir als erstes. Und zwar, ich zeige mal vor. Und wieder zurück. Okay, also links vor. So, mit der rechten Hand gehen wir vor, mit dem rechten Fuß einmal vor. Also, itch. Knie. San. Shi. Go. Rock. Sitch. Hatch. Q. Und Q. Okay. Machen wir es nochmal, jetzt ein bisschen stärker. Wir fangen gleich mal so an. Linke Faust, Hand ist vorne. Und Itch. Knie. San. Shi. Go. Up. Hatch. Q. Und
Schulter. Geht natürlich auch zum Solarplexus oder zur Seite. Kommt wieder auch zur Seite. Da haben wir eine Selbstverteidigungstechnik auch mit drin, und zwar folgendes. Da ist wieder die hickige Faust, also die ziehende Hand, ziehende Faust. Nehmen wir mal an, der Gegner nimmt die Hand hier, dann haben wir hier dieses Rausziehen. Also von hier, so. So, und jetzt zugleich mit Schulter hier raus. Das ist natürlich jetzt eher alles höher gestellt, wie es halt auf der Straße heißt. Der nimmt mich hier und ich, hier ziehe ich mich raus. Das kann ich jetzt natürlich auch in einer abgeschwächten Version machen. Das heißt also, wenn ich den gleich so stark verletzen will, wenn er mich hier nimmt, hier, dass ich hier bei ihm auf die Schulter gehe und ziehe zugleich hier mich raus. Also von hier, so, Schulter wieder. Hüfte, die ziehende Hand. Okay, also, der hat mich hier und ziehe mich hier so raus. Und gleich wieder Deckung oben. Also, er nimmt mich hier, hier hat er mich und dann ziehe ich von hier raus. Okay, das üben wir jetzt mal, ganz locker. Also, wir stehen nur so jetzt nochmal da und die Hintrig gehe ich hinterher und das machen wir so ganz kurz, das machen wir jetzt nicht hier so ein bisschen her hinter, sondern in der Straße ist das ja alles ein bisschen verkürzter, auch in der Selbstverteidigung. Also gehen wir auf die Schulter hier, wir blockieren die Schulter hier und wir freien uns hier raus. Also von hier, also und pitch, nie. Und das muss wirklich also schon knackig kommen dann. Nicht irgendwie so ein bisschen ziehen hier und so, da hat der viel zu viel Zeit. Also, hier habe ich hier. Und Sand. Schieb. Go. Hopp. Sitz. Hatsch. Piu. Tschu. Andere Seite. Wieder dasselbe. Auch wieder dieses Drehen. Hüfte. Und zugleich blockiere ich hier und schlage ihn hier gegen die Innenschulter hier so rein und befreie mich damit. Also von hier und ein Kommando. Pitch, nie, sam, schieb, go, hopp, sitz, hatsch, kü, tschu. Okay, los. Das kann man natürlich auch hernehmen, jetzt nicht nur auf die Schulter, sondern ich kann von hier, wenn er mich hier hält, Schote auch direkt auf sein Handgelenk. Und wieder dasselbe, ich ziehe mich raus, die ziehe in die Hand. Okay, also, von hier, so, er hält und ich schlage hier zugleich hier drauf und wieder aus einer kurzen engen Distanz hier raus und Deckung nach oben. Machen wir es mal langsam. Also von hier, itch, Knie, San, Chi, Go. Andere Seite, wieder dasselbe. Er packt mich. Ich schlage genau hier mit Schulter drauf und ziehe mich hier raus. Und die Deckung nach oben. Also, von hier. Pitch. Hin. Zack. Schieb. Hoch. Hopp. Sitz. Patsch. Kü. Tschu. Okay. Also, Schulter. Hier. Hier. Man kann es natürlich auch zum Solarplexus machen, wenn es aus einer nahen Distanz ist, kann man von hier auf den Solarplexus gehen und hier gleich. Und wieder, da habe ich noch eine Partnerübung für euch. Und zwar schnappt ihr hier ein Familienmitglied und den drückt den Gürtel in die Hand.
Er soll sich seitlich hinstellen und von oben hier so runterschlagen. Und ihr stellt euch so hin und macht einen Zucki. Ja? Und der Zucki soll natürlich so schnell sein, dass wenn der Gürtel kommt, dass ihr schon wieder weg seid und der Gürtel hier durchsaust. Also wichtig ist es von hier, ansatzlos, wirklich konzentriert sein, ohne jetzt hier irgendwie so umeinander zucken, sondern wirklich ganz konzentriert sein und dann ansatzlos so schnell wie möglich raus. Okay? Und der Partner versucht natürlich so schnell wie möglich euch jedes Mal zu erwischen. Und da könnt ihr ein bisschen Spiel daraus machen, wenn ihr euch erwischt. Zwei Liegestützen, die zählt ihr zusammen. Falls ihr euch nicht erwischt, muss er zwei Liegestützen machen. Das Ganze noch interessanter zu machen, für Ältere von euch, also nicht geeignet für die Kinder, macht da vorne noch einen Knoten rein. Ein bisschen Abhärtung, schadet nie im Karate. Und dann konzentriert man sich natürlich noch schneller, dass man hier schneller den Faust wieder zurückzieht. Und dann kann man natürlich hier mit dem Gürtel natürlich noch fester durchziehen. Also in dem Sinne, ich kann die Übung jetzt nicht machen, weil ich allein bin. Viel Spaß wünsche ich euch dabei. Und naja, man sieht sich demnächst bestimmt mal wieder. Tschüss.